Hä, das hat er schon aufgenommen. Hallo Kelly, aka Mrs. Vlog hier. Und es beginnt eine nächste Woche. Es ist noch nicht wirklich viel passiert, außer dass ich meinte, meine wilden 20er endlich aufleben zu lassen und zwei Tage hintereinander feiern zu gehen. Spring ja drüber, was? Ey, das ist gemein! Eins davon war eine Drag Queen Show Party. Das war interessant, das hatte ich noch nicht. Lustig, aber jetzt muss auch mal wieder was Produktives getan werden. Und zwar bin ich auf dem Weg zu Studio 71. Studio 71. Oh, ich mag das nicht. Ich weiß, niemand, nicht mal Studio 71 weiß, wie man Studio 71 richtig ausspricht. Hallo, ich bin gerade bei Studio 71 mit der und den und deren. Der. Tolle Mutze, hey. Apropos Merch, wir machen gerade ein bisschen so, überlegen gerade neues Merch für den Winter oder so. Das macht der Tommy immer. Hallo, das mache ich. Das macht der Tommy. Und vielleicht wollt ihr ja irgendwie, die können ja auch in die Kommentare schreiben, was sie haben wollen für den Winter, oder? Klar. Din, 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 ich sehe auch gar nicht so mega Winter aus, weil es draußen minus 20 Grad. Draußen ist voll warm eigentlich, ja, aber naja. Es wird kälter, Freunde, und wir wollen euch darauf vorbereiten. Deswegen sind wir gerade am Überlegen. Vielleicht ein Hoodie, haben wir gedacht. Und vielleicht irgendwas Außergewöhnlicheres, was ihr wollt. Ein Onesie. Ein Onesie, vielleicht. Wir wollen nicht zu viel verraten. Aber, ja, schreibt doch mal und dann überlegen wir uns, was stimmt. Yep. Okay, bitte. Cool. Und da hat sich auch schon was recht Unschönes ergeben. Ich dachte eigentlich, ich bin mal 4 Wochen am Stück in Berlin, weil ich das glaube ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal 4 Wochen am Stück in Berlin war tatsächlich. Aber wie das Leben so spielt, muss ich nach Tschechien zu meiner Familie fahren, weil leider mein Opa gestorben ist. Irgendwie ganz unerwartet und keiner hat so richtig damit gerechnet. Ich meine, natürlich rechnet man bei einem Menschen, der jetzt über 80 ist oder so und ein paar Krankheiten schon hatte in den letzten Zeiten, dass er irgendwann mal abmurkst, sag ich mal. Aber ja, der war nicht im Krankenhaus, dem ging es nicht schlecht oder so. Der ist halt einfach irgendwie dann gestorben. Und ja, deswegen ist ein bisschen ein Durcheinander, weil ich jetzt natürlich sofort meine Sachen packen muss und zu meiner Familie fahren muss und keine Videos vorproduziert habe, nix. Ich habe jetzt ganz schnell meine Sachen gepackt, fahre jetzt dann gleich schon zum Flughafen und ja, dann geht's schon los. Ich bin mal gespannt, das wird nicht so lustig, weil mein Opa echt cool war, so. Naja, passiert. Also, wir sind auf dem Weg nach Tschechien. Planänderung! Ah! Lustiger Kamerawinkel und ich glaube, wenn mich hier jemand beim Spazierengehen irgendwie bemerkt, dann kommt das leicht komisch, aber ist ja egal. Ich wollte ein bisschen in die Natur gehen
und ein bisschen reflektieren, was so diese Woche passiert ist, weil ja, ich dachte mir, wenn ich schon irgendwie fast mein ganzes Leben mit euch dokumentiere, dann gehören halt auch solche Sachen wie der Tod dazu. Und ich habe echt überlegt, ob ich das überhaupt thematisieren soll, weil ich viel für mein Leben einfach auch für mich behalte, was ich auch bewahren will, aber trotzdem will ich so viel wie möglich mit euch teilen. Aber ich dachte, es ist unfair, irgendwie ein Bild rauszuschicken, was einem suggestiert, so wow, diese Person hat nur Glück im Leben oder diese Person passiert nichts Böses und so. Und viele werden sich wahrscheinlich auch denken so, hä? So, dein Opa ist gestorben, das ist doch jetzt, das ist ein alter Mensch, der stirbt natürlich. Aber der Tod von meinem Opa war diese Woche so ein bisschen ein Schock. Erstens, weil ich so naiv war und dachte, mein Opa wird sogar noch meine Kinder kennenlernen und so. Ich dachte irgendwie, der lebt mindestens noch 10 Jahre. Naiverweise. Und es ist eben nicht so gekommen. Es war eben von einem Tag auf den anderen. Wir hatten noch, meine Familie hatte noch mit ihm gesprochen, so an dem Tag. Und ihm ging es auch voll gut. Und er ist dann halt einfach irgendwie eingeschlafen und gestorben. Was der beste Tod ist wahrscheinlich, den man sich so wünschen kann. Und es ist auch besser, als wenn er jetzt noch irgendwie wochenlang im Krankenhaus gelegen hätte und irgendeine Krankheit gehabt hätte und wir ihn hätten im Krankenhaus besuchen müssen und so. Deswegen, man kann schon sagen, das war alles letztendlich okay, wie es gekommen ist. Man hat auch irgendwie damit gerechnet, man weiß so, okay, das ist ein alter Mensch, der wird halt einfach nicht ewig leben, nicht mehr. Und ja, keine Ahnung, aber es war trotzdem mega Schock. Und ja, was mich irgendwie zum Nachdenken gebracht hat diese Woche, weil es dann doch irgendwie so schnell geht und man irgendwie null damit rechnet. Und weiß ich nicht, ich hatte ein bisschen das Verlangen, das in dieses Video einzubauen, weil mein Opa einfach irgendwie, ich weiß nicht, war so, mein Opa ist so ein Symbol für meine Kindheit, ein Symbol für meine zweite Heimat, für Tschechien. Immer wenn wir hierher gefahren sind, haben wir meinen Opa besucht, haben bei meinem Opa geschlafen. Die ganze Familie hat sich bei meinem Opa getroffen. Er war quasi der Mittelpunkt der Familie. Der hat irgendwie das, was er hat es halt zusammengehalten alles irgendwie. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass die Familie jetzt auseinanderbricht, wenn er nicht mehr da ist, aber es fehlt halt irgendwie so das Zentrum, was die ganze Familie total erschüttert hat, weil niemand hat damit gerechnet, dass von einem Tag auf den anderen jemand anruft und sagt so, ey, der Opa ist tot. Und als ich das erfahren habe, war ich erstmal so, ich konnte das gar nicht realisieren, ich wollte es vielleicht auch gar nicht realisieren. Und das, wovor ich am meisten Angst hatte, ist wirklich auf diese Beerdigung zu gehen, die gestern war, und Leute weinen zu sehen deswegen und Leute deswegen traurig zu sehen. Ich meine, natürlich habe ich es auch bedauert, dass mein Opa halt weg ist einfach. Aber ich finde, es gibt so ein lustiges Zitat von Dumbledore, so von wegen, bedauere nicht die Toten, sondern die Lebenden. Und das ist so zugetroffen, weil als ich meine Cousinen, meine Tanten und meine Verwandten habe halt einfach weinen sehen. Aber das war halt einfach so ein bisschen so, oh, krass. Und das Krasseste war halt, dass der Bruder von meinem Opa da war. Und der Bruder von meinem Opa sieht halt meinem Opa so ähnlich. Das war so gruselig, den zu sehen. Weil das ist so, als ob man die tote Person mit auf der Beerdigung hätte. Das war so richtig strange. Aber irgendwie hat es einem auch so Geborgenheit gegeben, wo man sich ein bisschen einreden konnte, okay, der Opa ist jetzt noch mit uns hier und so. Und ja, das war irgendwie super strange, aber auch super schön. Und ich weiß nicht, das ist so ein Event diese Woche, das einfach groß war bei mir. Und ich wüsste auch gar nicht, was ich anderes erzählen soll so in dieser Woche. Das war einfach so das Hauptding. Und jetzt das zu
verschweigen fände ich irgendwie doof einfach. Das fände ich irgendwie kacke. Weil ich mache diese Videos auch für mich selbst so, weil ich mir denke, so, wie cool ist das denn, in 30, 40 Jahren auf diese Videos zurückzugucken und eigentlich dir zu denken, du hast jede Woche dokumentiert und du weißt jede Woche, was ungefähr passiert ist. Und das finde ich irgendwie cool. Und da den Tod von meinem Opa irgendwie... Ich meine, es gibt natürlich dramatischere Tode. Es gab auch krassere Tode in meinem Umfeld und in meinem Leben, wo junge Menschen gestorben sind und wirklich unerwartet und auch irgendwie das ein großer Schock war. Aber irgendwie, weiß ich nicht, bei meinem Opa war es irgendwie nochmal so ein bisschen die Kindheit, die mitgestorben ist. Und das ist halt das Traurige an der Sache, das irgendwie, weiß ich nicht. Und meine herzzerreißendste fand ich schon. Ich richte mich ein bisschen nach meiner Cousine, die halt einfach echt so früher auch als Kind selten geweint hat. Und wenn ich sie weinen sehe, dann ist es für mich so, okay, irgendwas stimmt wirklich gar nicht. Und das war halt der Fall. Und ich dachte mir so, Alter, finde, das ist hardcore. Und Leute, die gesagt haben, was machen wir denn jetzt ohne den Opa? Und jetzt ist meine Kamera so voll nach dem Motto, guck dir die Natur an und mach kein Video. Motto, der Akku ist leer gegangen. Egal, ich habe mein Handy zum Glück noch dabei. Wo war ich? Weiß ich nicht. Voll nach dem Motto so, ja, jetzt müssen wir uns selber drum kümmern, dass wir uns in unserem Leben nochmal zu Gesicht bekommen. Und das wird auch alles klappen. Und das ist auch gar nicht die Frage. Und das ist, es ist halt einfach so krass, weil meine kleine Familie ist halt nach Deutschland ausgewandert. Und der Rest von meiner Familie lebt halt hier in Tschechien. Und trotzdem hat meine Familie irgendwie so einen krassen Zusammenhalt und so einen krassen Bund eigentlich, dass da gar nichts passieren kann. Und es liegt natürlich daran, dass meine Eltern halt immer dafür gesorgt haben, dass meine Schwester und ich oft genug auch in Tschechien sind und meine ganzen Verwandten halt, um im Kontakt zu bleiben und alles. Aber irgendwie war der Mittelpunkt halt immer mein Opa. Und wo er jetzt weg ist, ist es halt ein bisschen so, ich hatte halt auch den Gedanken so, was mache ich jetzt hier, wenn ich nicht den Opa besuchen kann, ne? Wenn der Opa halt nicht mehr da ist, was mache ich dann überhaupt hier? Obwohl ich mich halt auch freue, meine Cousinen, meine Tanten etc. zu sehen. Aber ja, das ist so das, was diese Woche passiert ist. Und da wollte ich ein bisschen drüber quatschen, weil es, glaube ich, auch mir gut tut und ich irgendwie... Mir ist komischerweise, natürlich spreche ich da auch viel mit meiner Familie drüber oder so, aber mir fällt es auch komischerweise immer leichter, das Tausenden von Leuten im Internet zu erzählen, als, weiß ich nicht, da mit einer Person drüber zu reden. So, das ist auch so eins meiner Lifetime-Ziele, sich ein bisschen zu erlauben, so ein bisschen emotionaler zu sein, weil ich dann doch sehr, ich habe auch ich hatte natürlich Tränen in den Augen, das kann man nicht zurückhalten, aber ich habe auch nicht geweint so auf der Beerdigung. Meine Cousine so, was, du hast gar nicht geweint? Und ich so, ja, weil während ihr alle irgendwie weint, versuche ich halt irgendwie einen Anker für euch darzustellen und irgendwie stark zu sein, damit ich euch irgendwie trösten kann. So irgendwie ist es. Dabei muss man sich selber irgendwie auch ein bisschen Trauer und ein bisschen Glück muss man sich schon irgendwie zulassen. Weil ich dann immer denke, da läuft tatsächlich jemand gerade in diesem komischen großen Wald. Wahnsinn. Aber nicht hier lang. Weil ich dann immer denke, so... ja, weil ich mir immer denke, du hast so viel Gutes im Leben und dir ist noch nie was Böses passiert und du musst da dankbar dafür sein. Und wieso solltest du traurig sein, wenn du dir keine Sorgen um einen guten Job, um Geld machen musst, darum, wo du lebst. Und so, es ist einfach, ich habe einfach ein gutes Leben und deswegen will ich mich auch nicht beschweren, aber ich glaube, es ist trotzdem gut, drüber zu reden und einfach ein bisschen zu reflektieren, okay, was ist jetzt diese traurige Sache, die dir da eigentlich passiert ist, wo ich schon wieder sage, ja, ist ja nur der Opa und ich verstehe, dass manche von euch sich denken, so übertreib halt nicht, Frau, aber es ist trotzdem traurig, ja, und das wollte ich euch einfach nur mitgeben für heute. Ansonsten geht es mir voll super gut. Ich habe einen kleinen Waldspaziergang gemacht, bin in die Natur rausgegangen. Wonderful, oder? Voll geil. Ich
so als Stadtkind ist es immer voll was Besonderes, einfach so 5 Minuten zu laufen und mitten in einem Wald zu sein. Das ist schon cool. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann am Sonntag gewohnt wieder. Tschüss.